Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Gathering Storm Frontier Pass als Ammonitore aus Nubien. Ammonitore, ich glaube, ich habe dein I reingehaut, du kannst reingehört. Das kommt vor, wie ihr wisst. Let me introduce you to the real MVP, Flowing Stone, hat geschrieben. Hey BG, so wie es aussieht, hast du nicht mitbekommen, was durchaus verständlich ist. So viel Verständnis bin ich nicht gewöhnt. Dass Phyrexis es mit dem Frontier Pass tatsächlich geschafft hat, WASD in das Spiel zu implementieren. Beziehungsweise man darf das jetzt selber anpassen. Und er hat recht. Schaut euch das an. Kamera schwenkt nach links. A, please. Kamera schwenkt nach oben. W, please. Kamera schwenkt nach rechts. D. Kamera schwenkt nach unten. S. Bestätigen. Zurück zum Spiel. It doesn't work. It works! Wait. Okay, ich habe nicht A gedrückt. Kann das sein? Wieso geht's nur noch? Moment. Moment! Ich habe nicht A gedrückt, nicht? Ich habe A gedrückt. Das ist ein A. Das ist ein A. Ich behalte den Finger über der Taste. Spiel. Spiel Y. Wieso nicht? Ist es für was anderes belegt? Es ist irgendwie deppert, das ist für Angriff oder so, gell? Wahrscheinlich. Da ist ein A für Angriff, ja. Das heißt, es hat es einfach nicht überschrieben, sondern es ist einfach das gleiche jetzt. Angriff ist... Aha, da muss ich jetzt irgendwas anderes für das verwenden. Was ist denn nicht belegt? Kannst du mir einfach sagen, was nicht belegt? Nimm irgendwas, L wahrscheinlich, oder? Fuck it, L. Here you go, L. Bestätigen, please. It works. Okay. Ah! Okay, ein paar kleine Schwierigkeiten, aber jetzt geht's. Schaut sich das an. Oh, wir können die ganze Folge lang nur das machen. It's beautiful. Okay, was machen wir eigentlich gerade? Wir führen Krieg, welche Überraschung. Bin ich gar nicht gewöhnt von mir, aber wir führen schon mal Krieg. Und wir besiedeln diese Insel, right? Und dann schauen wir, ob noch irgendwo eine Insel ist. Und dann kommen wir dort als erstes hin und dann haben wir die Challenge nicht verloren. Das ist der Plan. Ah ja, genau. Und Spanien ist ein Sack, weil sie da ihr Territorium vergrößert hat. Nein, warte mal. Habe ich schon wieder nicht gespeichert? Wait, why do I not... Ah ja, Spanien ist ein... Nein. Das ist ein Ozean. Okay, I get it now. Ich hatte kurz Angst, dass es wieder der falsche Spielstand ist. Aber ich glaube, die Siedler waren nicht so weit vorne. Das ist der, das würde dann keinen Sinn machen. Ah ja, genau. Und da ist ein ekliges Barbaren-Scheißlager. Mit einem ekligen Scheiß-Barbaren drin. And that's not good. Wir haben ein weiteres Katapult. Das hingegen ist sehr gut. Einer benötigt Befehle. Wuhu! Du gehst... Ich meine... Nein, genau, wir wollen hier stehen, damit die KI keine Chance hat, nicht auf diese fucking Einheit zu schießen. Das ist, was wir tun wollen, ich erinnere mich. Ich trickse sie aus. Genau, du kannst eigentlich schon mal im Wasser rum abhängen. Nur damit du dich dran gewöhnst. Weil du musst dann ins tiefe Wasser dich nachher reintrauen. Wir machen das mit der kontinuierlichen Methode. Stufenweise. Nicht gleich ins kalte Wasser springen, sondern so Schritt für Schritt. Wir sind sensibel hier. Produktion wählen. Du baust etwas. For sure. Du hast ein Monument abgeschlossen, oder? Hast du nicht ein Monument abgeschlossen? Du solltest eigentlich ein Monument abgeschlossen haben. Findest du nicht? Ich finde schon. Du hast ein Monument, gell? Don't you lie to me. Du hast ein Monument, okay. Du verlierst immer noch Loyalität. Das soll ich scheiße. Was gibt's dazu, Loyalität verlieren? Hä? Hä? Wer hat dir das erlaubt? 5. Wie viel haben wir? 33,6. Also, schnell ausgerechnet, in 7 Monaten. Du bist jetzt hier, wie schnell fährst du jetzt? Und 4 Runden, let's go! Schon. Erfüll deinen Traum, dich den Meister des Friedens in Nubien anzuschließen. Ja, du bist nicht diesen koreanischen Kriegstreibern angehören, das verstehe ich. Sind alle toxisch männlich da drüben und müssen alles angreifen und so und dominieren ist schrecklich. Hey, sie haben ihn erschossen. Wonderful. Damn.
Hello? Nein, 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 nein. Böses, böses Telavi. Man baut keine Lager dorthin, wo ich mit dem Bogis auf dich schießen will. Das ist verboten. Illegal. Du hängst hier einfach ab, gell? Habe ich gesagt, ja. Vielleicht können wir dann ein paar Bahnlager verhindern. Aber warte mal, aber ich will ja da siedeln, gell? Ja. Wir siedeln da, glaube ich. Das ist ja nicht nett. Das ist nicht scheiße. Das ist okay. Ja, das machen wir. Wir brauchen irgendwie doch noch mehr Annehmlichkeit, nämlich das Gefühl, weil die sind schrecklich unzufrieden. Wobei, die sind wahrscheinlich auch deswegen schrecklich unzufrieden, weil sie noch nicht verstanden haben, dass jetzt ihre Situation sich extrem verbessert hat, nachdem sie endlich dem schönen Nubien angehören und nicht mehr dem dreckigen, was ist das? Georgien. Please don't do that. Du bringst ihn fast um. Du hast ihn fast umgebracht. Das ist ein Bogi mit fucking Doppelschuss. Don't do that. Können wir tauschen? Nee, natürlich können wir nicht tauschen. Das ist ja viel zu intelligent spielen, nicht wahr, wenn wir das machen könnten. Nein, nein, nein. Sowas tun wir nicht. Dann gehst du zuerst dahin, dann gehst du hierhin. Und, oh, wir können Armbrusts haben. I should do that. Haben wir Söldner schon drin? Berufsarmee? Yes, we do. Well, in that case... Ich kostet immer noch 115. Hau mal raus für die Doppelschützen. Obwohl die jetzt gerade verletzt sind, ist nicht optimal. Ja, aber die drei... Okay, wir schießen da jetzt zweimal drauf. Verteidigung, Stabverteidigung haben die ja gleich viel. Du würdest, glaube ich, sterben, wenn ich mit dir da hingehe, weil er noch nicht die Verteidigung gegen Stadtangriffe hat. Und das war gerade sehr knapp mit der Einheit, die Verteidigung gegen Stadtangriffe hat. Daraus schlussfolgere ich messerscharf, dass sie sterben würde, wenn sie nicht schon zum Armbrustschützen abgegradet worden wäre, von mir gerade eben. Stabmauern, Kornspeicher. Ich habe jetzt gerade hart gekämpft, hier einen halbwegs funktionalen deutschen Satz rauszubringen. Aber das funktioniert, glaube ich. Du bleibst da. Du bleibst ebenfalls da. Du fährst darüber. Mit dem Umweg. Ey! Well done, Daro. Ja, wir hauen uns dahin, würde ich vorschlagen. Ich wollte mich nicht auf die Pferde hauen. Wollte ich mich dahin hauen? Nein, oder wir hauen uns dahin. Das ist nett, das ist freundlich. Da schaut die Welt noch schön aus. Nicht so wie auf unserem Kontinent, wo uns alle gemein angegriffen haben. Gibt sicher auch irgendwo einen Goldschatz versteckt oder so. It's gonna be great. Vielleicht treffen wir ein paar Eingeborene. Vielleicht schleppen wir ein paar Krankheiten ein. It's gonna be amazing. Dude, this is too close for comfort. Please stop. Okay, also ihr kriegt alle furchtbar aufs Maul. I see. Not necessarily a fan of that. Ich meine, bringt das was? Wobei, ich meine, das Katapult kann jetzt schießen. Wie viel Schaden machst du? Whamsty! Okay. Worth. Wir haben nur noch 101 Gold, das heißt, dich kann ich nicht einmal mehr upgraden. Das ist such a sad story. Aber du machst jetzt den Schritt nach vorne. Fetzt auch drauf. Okay. Wie lange noch? 5, okay. Wie lange noch hier? 2. Perfekt, wir tauschen das einfach. Es wird ein fliegender Wechsel mit der Amy, also der anderen Amy, der weniger wichtigen Amy. Und dann retten wir die Stadt und wir kriegen die Stadt und alle sind zufrieden. Und alle sagen, oh wow, da hat der Gummibaum aber gut gespielt. I'm sure. Was bauen wir hier? Wir bauen ein Handelszentrum. Yes. Auf die Ruinen dieses Bauernhofs. Ich weiß nicht, wer da einen Bauernhof hingesetzt hat. Das ist kompletter Blödsinn. Da gehört kein Bauernhof hin. Da gehört ein Handelszentrum hin. Du, okay. Schluss mit heilen. Genug geheilt. Sorry. 5. Gell, nicht lügen jetzt. Und dann ist es plötzlich 3 Runden. Und dann ist es plötzlich nicht mehr intelligent, was ich mache, sondern saublöd. Bam. Ja, ich möchte gerne Wälder entfernen. Ist die erste Siedlung auf dem Kontinent Arktis. Ah, das ist die Arktis hier. Wirklich. Das ist... Ah, I would have never guessed. Interessant. Ich dachte, das schaut ein bisschen anders aus in der Arktis, aber schön. Ich finde das eigentlich netter, muss ich sagen. Jetzt so ziffmäßig gesehen. Aber da kommen wieder alle, oh, der Klimawandel. Ist doch nett, wenn die alle schmelzen, die Polkappen. Schaut, wie das aussieht. Bauen Monument.
Hat vielleicht auch ein paar negative Effekte, I don't know. Du bleibst hier stehen, nächste Runde. Baited! Politik ändern. Wir sind noch nicht fertig, das heißt, du bleibst drin, du bleibst auch drin, du bleibst auch drin, du bleibst auch drin. Alles ist perfekt, deswegen muss ich nichts ändern. Weil ich eh schon vorher alles perfekt eingestellt habe. Nice. No props. Wenn die Mauer da weg? Wahrscheinlich. Du wirst dann auch wahrscheinlich tot. Von dem her wirst du dich jetzt brav zurückziehen. Wir könnten dich als Bait verwenden. Weil dich kann er killen, glaube ich. Und ich habe eh noch eine andere Nahkampfeinheit. Und ich finde immer, wenn man zwei Nahkampfeinheiten hat, hat man irgendwie eine zu viel. Gilden, Marine, Tradition, Mittelalter, öffentliche Verwaltung. Okay, wir können das Kolosseum bauen irgendwo. Also dafür bräuchte man zuerst einmal noch einen Unterhaltungskomplex. Da, was heißt sogar Unterhaltungskomplex? I'm on a roll today. Da können wir noch Zeugs kriegen, da können wir noch Zeugs kriegen. Da können wir kein Zeugs mehr kriegen. Machen wir das. Mit Zeugs meine ich Eureka-Bonus, wie immer. Markt, Campus, eigentlich wollte ich da, wir bauen jetzt zuerst den Markt. Wir sind sowas, ich meine, liegen wir jetzt wieder hinten mit der Wissenschaft? Nein, wir liegen vorn. Das ist besser. Du bleibst hier, einer benötigt Befehl. Oh, du hättest sogar schon noch Leben. Look at you go. Du gehst dahin. Wir machen leider jetzt nicht mehr sonderlich viel Geld. Fällt mir gerade auf. Das ist das mit den Upgrades, könnte ein bisschen schwierig sein. Vielleicht hätte ich doch tauschen sollen. Probably, ja. Wieso habe ich ein Dings bekommen? Habe ich ein Dings bekommen, weil ich ganz am Anfang die... I'm a genius. I'm actually a genius. Ich habe die Ahnenhalle gebaut am Anfang. Wow. Wow. Und du hast fünf... Wait. Yes, sure. Spiel. Spiel. Alle Handwerker können eine zusätzliche Modernisierung bauen. Spiel. Du bist ein dreckiger Lügner. Nein, du bist kein dreckiger Lügner. Ich habe eine Weide hier hingebaut. Okay, du gehst dahin. Du gehst hier hin. Du bleibst hier stehen. Nächste Runde. Hin und wieder muss... Okay, Schatz. I know. Das war ein bisschen deppert. Aber hin und wieder muss man das Spiel halt auch Sachen vorwerfen, für die es gar nichts kann. Weil sonst wird's complacent. Und glaubt, es kann sich alles erlauben. Hin und wieder muss man was so denken. Und dann darf man nachher auf keinen Fall zugeben, dass man selber falsch gelegen ist. Sorry, Rex. Ich mach die Regeln nicht. Du wirst mir 60 Gold geben für 20 Pferdis. Ich weiß nicht. Ich meine, ich würde gern mit dir handeln. Wie sieht's so mit dir aus? Würdest du gern mit mir handeln? Nicht das. Mit mir handeln? Inder? Ich meine, wenn wir miteinander... Fuck you! Junxian! Willkommen im Schoß des Friedens. Amy, wo bist du? Du gehst nach Tiflis. So good. So good. Du schaust hier drauf, mit schauen meine ich schießen, aber es ist quasi das gleiche Prinzip. Du schießt... Das soll ein bedeutender Sieg sein. Das kommt mir nicht sehr bedeutend vor, Spiel. Geh dahin. Geh hier hin. Schieß da drauf. Vielleicht hätte ich dahin wollen. Yeah, maybe. Du bleibst aber hier sitzen. Du bist fertig. Ah nein, warte mal, du bleibst nicht hier sitzen. You actually go here. Und du bleibst aber hier stehen. Okay. Stehen ist das bessere Wort dafür, nachdem sie technisch gesehen definitiv stehen, aber egal. Du baust eine Stadtmauer. Nur für den Fall, dass jetzt da die Koreaner, wie die ganzen Ziffs in diesem Spiel, nicht meine friedliche Weltansicht teilen, sondern kriegerisch diese Stadt, die sich freiwillig
mir eingeschlossen hat, zurückholen wollen. Ein paar Unis wären schon nett. Ich meine, irgendwann wollte ich jetzt auch das Ding sehen, aber irgendwer hat das Kolosseum wahrscheinlich schon gebaut, oder? So wie ich es leben kenne. Blöde KI. Kolosseum. Ich meine nicht, dass sie die ganze Karte schon kennen würden, was auch eine Frechheit ist. Dabei nicht, dabei baut es entweder auch niemand, oder es ist hier nur gebaut, wo ich das Land noch nicht aufgedeckt habe. Which is also possible. Du gehst da mal hierhin die Bananen anschließen. Mal einmal was hier noch anderes. Oh, wir könnten noch Fische. Fische gibt's, Bananen gibt's, was braucht man mehr zum Leben? Eigentlich sollten alle meine Bewohner unglaublich glücklich sein gerade. Wie lange brauchen wir noch bis, es ist nicht Navigation, sondern in einem Bullshit-Kartografie, genau. Nicht mal so lang. Actually nicht so lang. Okay, cool. Cool. I like it. Heute darf ich nicht überziehen, weil ich gleich nachher anfange zu streamen. Ohne es angekündigt zu haben. Oh mein Gott. Ich bete, dass ihr für Moloch ins Feuer geworfen werdet. Ich bete, dass ihr Mord geopfert werdet. Ich bete, dass Yam sich erhebt und euch verschlingt. Deine Mama. Servus. Boing! Du darfst jetzt nicht schießen. Das war schon sehr angenehm beim letzten Mal, dass sie immer gleich schießen konnten. Da kann jetzt kein deppertes Lager sein von ihnen, oder? So, this is not super safe, but also not terribly unsafe. Hoffentlich. Außer er kauft jetzt hier einen Armbrustschützen hin. Das wäre so tragisch. Er hätte es nicht machen sollen. Es ist zu gierig. Ich meine, ich nehme die Stadt sowieso ein. Ich muss da jetzt nicht den Vierer Armbrustschützen da hinziehen, aber ist egal. Ist fein. Yeah, du darfst dir nichts machen. It's so cool. Du machst das. Ziehe ich eigentlich jetzt immer noch die Karte die ganze Zeit mit? Ich glaube, ich ziehe sie immer noch damit, gell? Voll. Es geht aber auch schneller. Kann man das einschalten, dass es ein bisschen schneller geht mit WASD? Because this is incredibly fucking slow. Optionen. Nicht Tastenbelegung. Es ist nämlich nicht technisch gesehen die Belegung. Interface. Nicht. Kannst du mir nicht. Du gibst mir all diese Geschwindigkeiten und nichts davon ist. Die Scrollgeschwindigkeit? Ich meine, okay, möglicherweise ist es zu. Es ist zu viel verlangt, nachdem sie es ewig nicht geschafft haben, WASD überhaupt einzuführen. Okay, ich find's nicht. Das ist ein wenig tragisch. Du gehst dahin. Du gehst hier hin. Du baust das hier. Sorry, in der Hand kann ich mich gerade an die Weide erinnern. Du baust definitiv etwas. For sure etwas. Bau mal. Ich mein Kornspeicher war. Bau ein Kornspeicher. Wieso ist Twitch wieder keine Annehmlichkeiten? Seid sich zu fucking anspruchsvoll, for fuck's sake. Ihr seid so für den neuen Scheiß-Kontinenten, alles ist schön. Und alles, was ihr wieder zu tun habt, ist. Versteht, sie kommen hier an und das ist das Land, das sie sind. Pferde, Kakao, Wale. Everything. Was ist mit ihnen? Meh. Ich habe zu wenig Annehmlichkeiten. Fucking Dicks. Euer Reich bewegt sich auf den Bankrott zu. Objectively not true. The taxpayer. Okay, aber er hat mit einem Punkt recht. Wir sollten das mal kurz raushauen und stattdessen den Einhundenunterhalt wieder reinhauen, damit wir ein bisschen Geld machen. Okay. Sodala. Bam. Das ist einmal das Erste. Zweitens. Bam. Drittens. Bam. Ich hätte dich befördern sollen, I'm an idiot. Viertens. Bam. Fünftens. Bam. Und sechstens. Hello. Mit dem Hello habt ihr nicht gerechnet, gibt es zu. Gildenmarine Tradition Mittelaltermärkte. Manchmal versuche ich das Let's Play ein bisschen aufzupeppen. Don't really care. Ah ja, genau, das kriegen wir sowieso nicht. Also machen wir das zuerst. Du bist zwei Märkte, ich baue gerade mal einen dabei, oder? Nein, da hast du den Markt fertig gebaut.
Ich will ja aber halt trotzdem die Universität haben, auch wenn ich eigentlich einen Unterhaltungskomplex bauen wollte, damit ich das Kolosseum bauen kann. I know. Was ist du fertig? Ein Leuchtturm. Du könntest einen Handwerker, Händler bauen, meine ich mit Handwerker. Let's go. Du könntest auch einen Handwerker bauen, technisch gesehen. Wir haben Metallgusse in 3. Everything is great. Wir haben 20 Minuten gespielt. Ich hoffe, mir hat es Spaß gemacht, dazu zu sehen, wenn das der Fall war, dass du dann liked oder abonniert den Channel. Aber vor allem schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!